Moin Leute, willkommen zurück bei Ticket RC. Heute möchte ich euch was zeigen, das ist heute gekommen. Und zwar mache ich daraus jetzt kein Unboxing, sondern ich erkläre euch da was raus. Und was habe ich mir bestellt? Ich habe ein paar Stück davon bestellt. Das sind jetzt Vakuumboxen, womit ihr eure Stoßdämpfer schneller entlüften könnt. Na, also das ist hier die Box, das ist hier schön mit einer Gummidichtung, Kunststoffdeckel. Hier oben ist das Ventil, zeige ich gleich was zu. Hier drin habt ihr eine Metallplatte, Alu, wo Gewinde reingedreht sind. Funktion dafür weiß ich gerade nicht. Aber ihr habt hier drin mehrere verschiedene Größen oder Durchmesser an Löchern für eure Dämpfer. So, ich lege das mal kurz so da rein. Jetzt hole ich mir mal kurz meinen Messschieber hierher. Gucken wir uns die Größen einmal an. Also, wir haben außen, das dürfte der normale Big Bore Durchmesser sein, 20,9. Dann haben wir natürlich für 1:5er Durchmesser, haben wir hier mittig natürlich, 31,5 circa. Also wir gehen von außen nach innen, wird es immer kleiner. Hier haben wir schon wieder eine andere Größe. Hier haben wir 17,4 und die kleinste Größe sind dann circa 15. Ne? Also ich zeige es hier nochmal, 17,4 oder 17,5 irgendwo. Also es ist wirklich alles dabei. Das war jetzt bei RCK Online ein mega Angebot, was ich wahrgenommen habe. Und zwar kosten diese Boxen normalerweise ca. um die 40 Euro. Das ist alles zwar nur Kunststoff, ist aber doch sehr, sehr stabil. Und da ich auch beruflich mit Vakuum zu tun habe, weiß ich, dass wenn du einen Kanister unter Vakuum setzt, musst du auch ein bisschen was aushalten. Ne? Das ist zwar, im Grunde haben wir minus, wenn wir perfektes Vakuum haben, haben wir ca. minus 1,013 bar. Das werden wir damit zwar nicht erreichen, aber für unsere Anwendung reicht es vollkommen. Ich war schon kurz davor, mir sowas selber zu bauen. Gerade weil man ja im Grunde nur diesen Kanister braucht und im Grunde einen Deckel, wo man ein kleines Ventil einbaut. Ne? Hauptsache mit einer Dichtung. Das ist ganz wichtig. Weil normalerweise kosten diese Dinger 40 Euro. Jetzt sind sie gerade für die Hälfte bei RCK Online zu bekommen. Ich weiß nicht, wie lange das noch gilt. Ich habe vor ein paar Tagen bestellt und wie gesagt, ich weiß nicht, ob noch welche da sind, wie viele und ob das alles noch anhält. Das war, glaube ich, Black Friday oder irgend sowas. Egal, auf jeden Fall kommt das da rein. So, jetzt hole ich mal ganz schnell einen Dämpfer hier, den ich ganz schnell finde. Wo sind meine ganzen Dämpfer? Da. Oh, ich habe hier so eine Dämpferkiste. Ich gehe mal so ein paar Dämpfer ab. Jetzt habe ich hier, das passt. Jetzt hier so einen ganz normalen 1:8 Big Bore Stoßdämpfer. Der würde jetzt hier oben offen sein. Ich kann ihn mal aufmachen. Oh, gar nicht so leicht gerade. Na. Ja. Ja. So, jetzt machen wir den auf. Hier oben den Deckel lösen. Zack. Käppchen rette ich mal. Boah, was ist denn hier los? Kriege ich immer noch nicht auf. Da ist irgendwie Dreck zwischen. Naja, jetzt. So, ich weiß nicht, ob da noch Öl drin ist. Kann natürlich sein. Ja, da ist minimal Öl drin. Ich glaube, ich war da mal bei, ob da irgendwas machen wollen. Also jetzt haben wir hier den Dämpfer, da ist Öl drin. Den legt ihr jetzt so, wie er ist. Im Grunde, es ist ja jetzt 1:8. Die Größe, legt ihr den da rein. Ja, ich gehe mal jetzt einen Ticken näher ran. Ich zeige das mehr von oben. Den
legt ihr da rein, den lasst ihr jetzt so, wie er ist, füllt natürlich euer Öl jetzt ein. Und ich habe nicht viel Öl da. Leute, seid mir nicht böse, wenn ich gerade kein Öl opfer, um euch das zu zeigen. Obwohl doch, komm. Ich habe hier so ein kleines Traxxas-Öl. Vielleicht wird der Dämpfer bis dahin voll. Glaube ich zwar nicht, aber... Komm, hauen wir mal meine Ölreste weg. Boah, das füllt aber auch ganz scheiße raus da. So. Oder das ist jetzt leer, das ist halb so wild. Das war irgendwo mal bei. Jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder, wenn wir Dämpfer neu befüllen, den Kolben unten bewegen, damit die Luft von unten nach oben, was sich unten alles noch gesammelt hat, quasi nach oben kommt, aufsteigt. Ich hole jetzt mal raus. Dann können wir das hier so bewegen. Guck mal, das ist ganz Öl gerade nach unten weg. Aber jetzt sieht man das, was ich meine. Das Weiße, was ihr alles seht, das sind alles diese Blasen. Na? Das ist jetzt alles da. Gut, jetzt sorge ich auch gerade dafür, dass diese Blasen kommen. Es ist aber so, dass diese Blasen da sind. So, was wollen wir jetzt damit bezwecken? Wir wollen, weil normalerweise müsst ihr das, ja, man kann schon mehrere Stunden sagen, offen stehen lassen, damit auch wirklich die letzte Blase raus ist. So, jetzt gehe ich mal wieder kurz ein Stück weiter weg. Jetzt muss ich ein bisschen was machen. Jetzt nehmt ihr quasi diesen optischen Asthma-Inhalator hier. Das ist eine Luftpumpe quasi. Das ist nichts anderes. Den steckt ihr hier oben rauf. Und jetzt pumpt ihr. Ihr zieht. Ich glaube, mehr muss schon gar nicht. Ihr zieht quasi Luft aus, durch dieses Ventil, aus dem Tank heraus. Natürlich kann man ein bisschen mehr machen. Das hält er aus. Man merkt auch, dass es schwerer wird, weil wenn ich das hier so raufhalte, nach oben ziehe, habe ich einen mega Gegendruck. Ihr müsst das schon richtig raufdrücken, damit auch dieser Gummiring hier oben das alles schön abdichtet. Jetzt habe ich hier drin, das kann ich euch versprechen, ein Vakuum, was mich in dem Fall unterstützt und meinen Dämpfer blasenfrei macht. Zieht mir quasi die Luft aus dem Öl. Jetzt könnt ihr sagen, jetzt müsst ihr das circa, was weiß ich, ich sag mal eine Viertelstunde reicht, das so stehen zu lassen, anstatt ein paar Stunden. Und dann ist das Ding definitiv blasenfrei. So funktioniert nämlich ein Vakuum. Jegliche Luft wird abgesaugt. Also jetzt in diesem Fall. Ja. Vakuum funktioniert nicht. Also Vakuum ist keine Funktion, Vakuum ist ein Zustand. Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, ihr könnt jetzt so viel an diesem Behälter ziehen, wie ihr wollt. Ihr dürft natürlich nicht dran großartig wackeln, weil das bewegt sich immer noch, aber ihr kriegt diesen Deckel nie im Leben ab. Solange da dieses Vakuum drin ist. Da macht ihn eher alles andere kaputt, als dass da was passiert. Ganz einfach, hier oben an dem Pin ziehen. Zack. Und schon haben wir wieder Luft in der Kammer. Zack. Könnt ihr das öffnen. Das hätte ich. Ich habe es vorhin eben schon ausprobiert. Ich wollte es jetzt nämlich vor der Kamera machen. Na? Ja, und so funktioniert das Ganze. Finde ich sehr geil. Hilft einem ungemein, vor allem, weil man wirklich mal so eine Vorrichtung hat, wo man es alles reinstellen kann. Und das Ding ist wirklich sehr hoch. Ich messe jetzt nochmal nach unten hin rein, wie viel Platz man noch hat nach unten hin. Ich muss glaube ein bisschen mehr machen. Zack. 18 cm circa habt ihr nach unten hin Platz. Und ich glaube, das reicht eigentlich für jeden 1:5er Stoßdämpfer. Dann mache ich mir glaube ich keine Sorgen, dass das Ding zu klein ist. Na. Also, wirklich sehr schöne Erfindung. Habe ich lange gesucht, war echt kurz davor, mir sowas selber zu bauen. Ist im Grunde nicht schwer, allerdings
wird das dann erheblich teurer, weil ihr braucht im Grunde eine Vakuumpumpe dann. Außer ihr habt natürlich dann genau, habt natürlich so ein Ventil, was hier oben ist und könnt euch so eine günstige Pumpe holen. Von mir klare Kaufempfehlung. Wie gesagt, bei RCK Online gibt es das gerade. Sehr, sehr günstig. Und ja, das war schon wieder.